Hallo zusammen zum nächsten Part Pokémon Bloody Platin. Wir sind immer noch in der Mine in Erzeling. Na? Du willst also nicht kämpfen? Gut, dann lassen wir's. Dann gehen wir auch gleich weiter in die Arena. Wir haben ja gerade den Arena-Leiter da rausgeholt, deswegen können wir da jetzt auch hin. Die war hier, genau. Aber heilen gehe ich noch. Ich gehe noch erst heilen. Einmal kurz hier rein. Komm. Also, einmal hier. Ich könnte mal echt mit den Leuten hier reden, aber die sagen mir wahrscheinlich sowieso nichts Intelligentes. Von daher, ja, gut. Ne? Komm. Okay. Super. Hier rein. Und, ups. Ab in Arena. Ich weiß nicht, ob ich... Was sagst du denn? Gestein, klar. Passend Wasser, richtig. Okay, komm, jetzt lass mich in Ruhe. Halt den Mund! Lass mich in Ruhe! Ich denke mal, dass ich alle Trainer hier noch mitnehme. Wäre ganz sinnvoll auf jeden Fall. Komm, verpiss dich! So. Ich nehme die nochmal alle mit, weil ich, ja, ne, weil ich es kann. Also, los geht's. Komm. Gegen Stalunio als erstes. Gegen Stalunio. Ich weiß nicht, ob dann ein Kampf-Pokémon wirklich so sinnvoll ist. Aber andererseits, ich will es mal nicht ausprobieren. Ich setze mal gleich den Uso rein. Ne? Komm. Lehmschelle. Ah, doof. Also nochmal Kampf. Blubber fangen wir mal an. Ja, sehr effektiv auf jeden Fall. Super. Finde ich ja geil. Na gut, Stalunio hat sowieso, glaube ich, sehr hohe Werte, von daher haut das hin. Na, also, Ah gut, okay. Was? Wer die Attacke ab? Seit wann kannst das denn? Seit wann geht das überhaupt? Bin ich ja scheiße. Komm. Na, jetzt geht's schon. Wie will man Blubber abwehren? Das wäre mal eine interessante Frage irgendwie. So, ja, scheiße, ich nehme nochmal Blubber. Weil ich's kann. Ey, ich finde dich doof. Echt, ich finde dich richtig doof. Komm, friss mein Blubber. Sehr schön. Okay. Level 12, ja gut, das bringt aber nicht viel. Wirklich, das bringt eigentlich gar nichts. Wechseln? Ja, los komm, ich wechsle mal. Natürlich auf Riolu. Auf was sonst? What else? Komm. Okay, Kraftwelle fange ich mal mit an. Bums. Ah, das haut rein. Ah, schade, nix mit Dings. Na gut. So. Wow. Sehr effektiv, schön. Nochmal. Okay. Sehr gut, okay, noch ein paar EP da drauf. Wow. Not bad, my friend. Not bad. Auf keinen Fall. Okay, heil ich erst? Nee, einen Trank möchte ich schon noch behalten. Also scheiß drauf, ich gehe mal hier einfach rein. Den mache ich damit noch und komm, das sollte passen. Ansonsten hau ich nochmal meinen Glumanda raus, das kann auch noch irgendwas umnöpfen bestimmt. Also. Ah, cool. Ein Ammonitas. Geil. Ammonitas ist, aus der ersten Generation das erste Fossil-Pokémon. Also entweder kann man, ich glaube, Aerodactyl oder so. Oder halt Ammonitas. Nein, nicht. Nein.
Das kommt nicht hin. Also Ammonitas ist auf jeden Fall das erste. Ich weiß aber nicht, ob... Aerodactyl. Ist auf jeden Fall sehr cool. Hätte ich eigentlich auch gerne, aber... Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Also das steht fest, ne? Also. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ah, Level 14. Also das geht sehr gut für Virulot dieses Mal. Lilip. Nee, ich glaube, das ist auch teilweise für Pflanze, da bleibe ich mal bei Riolu. Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich weiß es nicht, ist es... Na, also, wenn nicht, dann ist es auch teilweise vielleicht für Wasser. Also, ich denke mal, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was macht das denn jetzt? Umklammerung. Ja gut, das sagt nicht viel aus, ne? Also, irgendwie jetzt ein Wasser- oder eine Pflanzenattacke, die wäre jetzt hilfreich gewesen, aber... Das ist auf jeden Fall teilweise Typ Fossil, aber was in Klammerung jetzt aussagt, das, ne, können viele Biester lernen. Schildherus, das wird wohl aus dieser Edition sein. Das kenne ich nämlich gar nicht. Ich bleib mal bei Riolu, das haut ja immer rein. Ja, das ist eindeutig aus der hier. Wie gesagt, weiter mit Kraftwelle. One-Hit. Schön. Schön, schön, schön. Okay. Sehr gut, sehr gut. Level 15. Alter, das ist so übertrieben. Offenlegung. Was ist das denn? Gucken wir mal nach. Gegner, die Schutzschild und Scanner verwenden, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Art. Also das ist an sich schon mal eine sehr geile Attacke und auf jeden Fall sinnvoller als Gesichte. Also hauen wir das mal einfach weg. So. Sehr schön. Die Frage ist bloß, wie oft man das verwenden kann. Also sinnvoll ist es auf jeden Fall. Na gut. Ich will einmal kurz heilen, bevor wir zum Arena-Leiter gehen. Könnten wir vielleicht auch schaffen, so, aber ich... ne? Wenn nicht, dann ne, haben wir halt verloren. Und das wäre uncool. Aber egal. Komm, einmal heilen. So. Ich bin die ganze Zeit... Kabutops. Kabutops war das zweite, das man wählen kann. Und wo bekam man dann Aerodactyl her? Das weiß ich gar nicht mehr, ey. So lang her. Weil ich damals, glaube ich, sowieso nicht alle gefangen habe, glaube ich. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Gehen wir mal weiter zum Arena-Leiter. So, hoch hier. Willkommen, dieses ist die Arena von Erzlingen. Ich bin Feit der Arena-Leiter. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Als Arena-Leiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Ja, wieso nicht, ne? Also, ja, es ist eindeutig ein Kerl, aber der sieht verdammt schwul aus mit seinen langen Haaren. Also. Entschuldigung, Kabuto. Nicht Kabutops. Ich fange, denke ich mal, trotzdem an mit meinem Gym Beam, auch wenn es nicht sehr viel bringen wird. Ist mir jetzt erstmal egal. Ich denke mal, dass es sowieso keine sehr große Verwendung sonst haben wird. Und daher, los, komm, einfach mal drauf damit. Dasselbe gilt wahrscheinlich später für Glumanda, wobei ich das nicht gegen Kabuto einsetzen werde, weil es teilweise auch Typ Wasser ist, glaube ich, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, so Kabuto, das ist doch so ein komisches... Ne? Wie ist das irgendwie im Wasser lebte früher? Sieht auf jeden Fall danach aus. Alter, ey, übertreib's nicht mit der Märtner, ey. Ja? Uncool, wirklich uncool. Ich habe sowieso das Gefühl gerade, dass wir ein bisschen overlevelt sind. Ah, Alter. Echt nicht cool. Ich wechsle mal auf Glumanda. Für Glut braucht man nämlich so, glaube ich, sogar Spezialangriff und damit hat nämlich der Härtner nichts zu tun, oder? Wird zum Stein getroffen? Uncool. Interessant. Versuchen wir es einfach mal. Verlieren. Ah, toll. Nee, bringt nichts. Effektiv ist es auch nicht.
Nö, ja, sehr effektiv auch. Ja gut, das hat glaube ich keinen Sinn, wenn wir das da drin behalten. Ich probiere es jetzt einfach mal mit, ja, dem Bex. Komm. Ja, von Spitzenstein, das ist nervig, das ist echt nervig. Oh. Initiative, hä, uncool. Egal, Kraftwelle. Ich muss mich am Ohr kratzen. Nervig. Das ist sehr effektiv, ja. Gut rein, hätten wir es am Anfang gemacht, hätte es vielleicht einen One-Hit gegeben. Schade. Aber gut. Komm nochmal. Na ja, toll. Was bist du für ein Arsch? Mega viel Härtner draufhauen und dann auch noch einen Trank, ey. Die Initiative ist auch für ein Arsch. Super, geil. Na ja, gut. Schön. Weg damit. Ja. Schön. Aerodactyl, da setze ich mal den Uso ein. Weil ich es kann. Ne? Weil ich es kann. Und Langeweile. Ah, das ist nervig hier. Was hat der da gemacht, ey? Mit dir irgendwie spitze Stein, dass der da immer was verliert. Das ist nervig. Donner. Wow, übertreib nicht. Wow. Alter, das war jetzt uncool. Das war jetzt echt uncool. Das war sehr effektiv, aber, ne? Wow. Ja, geil. Erste verloren, super. Geil. Oh, diese spitze Steine, die nerven, ey. Ernsthaft. Machen wir nochmal Kraftwelle drauf. Ja, warum nicht? Ja, stimmt. Klar, logisch. Das hätte Uso raushauen müssen. Wirklich. Also das hätte raus, das raushauen müssen. Ja, geil. Kann mir nicht vor... Alter, ey, das nervt. Kann mir nicht vorstellen, dass sie noch irgendwas reißen werden. Alter, uncool. Echt uncool. Richtig uncool. Super. Erster Arena-Leiter gefailt, ey. Ja. Der wird sowieso verrecken, der hat dann nämlich gar keine Chance. Ist ja auch scheißegal eigentlich, was ich jetzt mache. Flügelschlag effektiv, Steine effektiv, ich weiß nicht, was er noch alles hat. Komm, hier, das bisschen. Ich wollte schon flüchten, ey, weil ich zu faul bin oder was. Komm, Alter, nehmen, ja, toll, super. Ich verliere sowieso, das weiß ich doch schon. Komm, tackle nochmal. Gut. Und was nochmal besiegt. Ja, ja, heul nicht rum. Hey, nicht so viel Geld geben. Warum das? So, also nochmal heilen. Okay. Ah, halt den Mund. Also, versuchen wir es nochmal. Also die will ich jetzt noch gerne schaffen, dieser, also einen Versuch werde ich jetzt nochmal in diesem Part. Das nehme ich mir jetzt vor. Ah, na toll. Ich hätte eigentlich mal vielleicht ein bisschen was anderes machen sollen. Ich hätte eigentlich ein bisschen die Aufstellung ändern, dass Riolu vorne ist. Aber gut, jetzt gibt halt noch ein paar EP für Evoli, auch ganz nett. Komm. Ja. Es ist uncool mit dem Dings, mit dem Aerodactyl, weil der hat Donnerzahn und der hat Eiszahn und Flügelattacken. Das kann sehr asozial werden, weil Flügel ist gegen Kampf effektiv und Donner ist gegen Wasser effektiv. Und mit der KI weiß ja das auch. Komm, jetzt gucken wir. Ist das ein One-Hit? Ja, oh, sag ich doch. Sehr schön. Ich werde trotzdem auf Dings wechseln. Auf Dings. Wie ist es jetzt gleich? Uso, genau. Weil ich kenne den Grund. Ich weiß es gar nicht. Ist es nur so, dass Flug gegen Kampf effektiv ist oder ist auch na toll, fick dich gleich beim ersten Mal, wieso nicht? Echt, fick dich.
fertig. Na super. Na geil. Hab ich noch was? Dingstrank? Ja, habe ich noch. Ja. Mal sehen, was bringt nachher auch wieder Donnerzahn raus und bin ich am Arsch. Ja gut, das sollte nicht so effektiv sein. Wow, Alter, übertreib nicht. Ah, toll, super, geil. Sehr toll. Sehr toll, wirklich sehr toll. Dann hau ich jetzt erstmal das Glumanda raus. In der Hoffnung, dass es... Na, das bringt auch nichts. Das Aerodactyl, das ist ein Scheißgegner. Ernsthaft. Alter. Und ich habe Sorgen, dass ich overlevelt bin, ey. Der Feuerzahn, toll, aber das ist bei denen... Na gut. Das ist egal. Ich will eigentlich nicht das Riolu einsetzen. Ich schicke jetzt nochmal das Evoli, aber das wird auch nichts reißen. Wie auch. Wenn ich da jetzt schon den Blitzstein oder Donnerstein hätte, das wäre ganz nett, aber habe ich ja nicht, ne? Das wäre ja ganz nett, aber gut. Komm, versuchen wir es jetzt noch mit Riolu, der könnte da vielleicht noch was raushauen. Ich weiß gar nicht, wieso dieses Scheißteil typisch Stein ist, ey. Ernsthaft. Hab ich das letzte, ich versuche es mit Konter. Aber das geht nur One-Hit wetten. Naja, sag ich doch. Na gut, One-Hit war es ja nicht, aber trotzdem besiegt. Ja, richtig. Also ich würde sagen, ich gehe einmal eine Runde aufleveln. Ich weiß nicht, dass ich die mal auf, na, sagen wir 16, 17 habe und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, jetzt halt endlich den Mund. Diese neue Linkser Krankenschwester da, der geht mir auch schon so richtig auf den Sack. Also, wir sehen uns beim nächsten Part. Pokémon Bloody Platin. Tschüss.